Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alundra. Wir haben in der letzten Folge ziemlich auf die Fresse bekommen, weil die Goblins tatsächlich ziemlich clever sind und ziemlich gute Fallen haben oder ziemlich starke Fallen haben. Aber dafür haben wir jetzt einen Schlüssel und können hier weitergehen irgendwo, auch wenn ich noch ehrlich gesagt gar nicht weiß wo, weil ich komme da ja gar nicht hoch. Hä? War hier noch eine Tür? Nee, hier ging's ja nur raus, ne? Ach, da ist die Tür. Ach so, jetzt bin ich daneben gesprungen. So, hier rüber. Ich bin so geschickt gerade, das ist unglaublich. Jetzt hab ich's. Okay. Auf in seine Schulter. In die rechte Schulter. Noch ein Goblin. Erstaunlich, dass du dich hier... dass du es bis hierher geschafft hast. Allerdings ist deine Reise hier zu Ende. What the fuck? No. Komm ich da rauf? Ja. Schnell. Oh mein Gott. Oh. Ich hätte da rauf gemusst. Oh, okay. Na gut. Noch ein Versuch. Habe ich zum Spiel verstanden. Ich dachte, ich muss den Hebel umlegen. Aber der Goblin hatte den Hebel umgelegt. Ach so. So ist das. Na gut. Hörst du manchmal Worte, die du nicht verstehst? Ich habe gesagt, es ist vorbei. Find's gut, dass der nochmal einen neuen Dialog bekommen hat. Das war gut. So, und jetzt hier rüber. Und wo ist der Goblin eigentlich hin? Nein, nein, lass mich raus. Zack. Ah, schön. Fortschritt. Oh, hier passiert doch irgendwas. Ah, ne, ich bin hier oben. Ah. Geld. Ich verschieb den mal. Ich will da rein. Den da nach rechts und den da nach links. Und den da nach links. Und den da nach rechts. Was haben wir hier? Ein Heal! Ja, dann hätte ich das gewusst, hätte ich den geschluckt. Statt dem Wunderextrakt. Mensch. Na gut, soll mir recht sein. Was mache ich jetzt mit dir? Das verwirrt mich zutiefst. Muss ich in einen reinfallen jetzt? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich muss ja irgendwas falsch gemacht haben, oder? Ist hier noch was? Nee. Hm? Moment, was? Das kann es ja nicht sein. Was ist denn, wenn ich... lass mich doch mal da rein. Den da zur Seite schiebe. Und den da... und den... Das ist so schwer. Manchmal bleibt man an Ecken hängen. Von denen wusste man gar nicht, dass sie existieren. Kann man den nicht nach links schieben? Doch. Ich wusste's. Ich hab's gewusst! Ich lass mich nicht verarschen. Zumindest nicht so doll. So, hier geht's nicht hoch. Das ist bloß eine optische Täuschung. Da muss ich aber schlussendlich hoch, weil ich muss ja hier irgendwie rauf und rüber. So. Jetzt gehe ich die Treppe rauf und da passiert irgendwas. Ah, da passiert hier was. Hier werden wir deinem Eindringen ein... für alle mal ein Ende machen. Ihr drei. Formation 42, haltet euch bereit, macht ihn fertig, jetzt! Die Antwort auf alles. Nächstes kommen die hier hoch. Da muss ich denen nicht hinterher hüpfen. Rauf! Gut. Da ist noch eine Statue. Mit der wird wahrscheinlich irgendwas sein. Die heilt mich. Die maximale Lebenskraft ist wieder erreicht. Und zwei Kisten. Aha, ein Lebensdiamant. Sehr schön. Ich hätte echt gerne mal einen zweiten Mana-Punkt. Es muss noch mal ein bisschen mehr Mana geben in dem Game, oder? Ich hätte schon gedacht, dass es so 5 MP irgendwann gibt. Und wir sind ja jetzt doch schon relativ lange dabei. Aber es gibt einfach keine Mana-Kristalle hier. Und ich habe auch gedacht, vielleicht mit jedem Zauber, den man lernt oder so. Aber nee. Das ist merkwürdig. Muss ich jetzt nochmal? Nee, ne? Ja, ja.
Formation 42 macht. Ja, ja. Oh, das reicht gar nicht, darüber zu kommen. Aber wie komme ich denn weiter? Ich verstehe das alles nicht. Ich hab's falsch gemacht, verdammt. Aber wie komme ich denn da darüber? Hä? Das ist merkwürdig. Merkwürdig in der Tat. Lasst euch doch mal vermöbeln von mir nochmal und dann schauen wir mal. Au. Einer tot, bleiben noch drei. Noch einer tot, bleiben noch zwei. Einer. Der kommt jetzt mal zu mir, komm her. Na komm. Kleiner, komm hin, komm her. Komm, ruf. Hallo? Goblin. Ah, danke. Ich fass das nicht. Komm rauf, du Sackgesicht. Ich mach dich fertig. Komm, ruf! Ah, ist zu schlau für mich. Dann spawnt die Statue. Mit der kann ich mich heilen. Muss ich die verschieben? Ist mehr Kisten. Ach so. Okay. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Falls man das überhaupt gesehen hat. Ich weiß es nicht. Sind wir bald da? Ach du Scheiße. Du hast den Boden meiner Heimstadt entweiht. Du gehörst wohl zu Melsas. Aber irgendwie scheinst du nicht mein Feind zu sein. Aber auch kein Verbündeter. Ist das jetzt der Boss, wo man... Yep. Den man im Intro gesehen hat. Oh mein Gott, ich durfte nicht speichern. Oh nein. Ich habe dieses Zeitkontinuum mit meinem Zauber geschaffen. Jetzt werden wir gleich wissen, ob du Freund oder Feind, Kämpfer oder Feigling bist. Ja, das sagt er so einfach, aber in Wirklichkeit rennt er mir uns jetzt einfach entgegen. Oder uns jetzt einfach entgegen. Wir müssen vor dem weglaufen und währenddessen muss ich ihn töten. Oder so. Dachte ich. War das nicht so? Ich komme nicht dran vorbei! Wieso komme ich nicht dran vorbei? Achso, ich muss den Stein kaputt machen. Ach so! Okay. Das muss man ja auch erstmal wissen. Muss ich den nicht irgendwie auch battlen? Ich dachte, man muss den battlen. Oh mein Gott. Das ist ja mies. Laufen Sie! Herr Alundra, renn! Oh mein Gott. Das ist mir viel zu knapp. Ich laufe erstmal weg. Das kann ja nicht falsch sein. Weglaufen kann nie falsch sein. Sieht übrigens aus, als würde ich auf einer Wirbelsäule laufen. Das finde ich ziemlich eklig. Mach den fertig! Mit dem Stein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den töten muss. Der scheint auf jeden Fall ziemlich bedrohlich. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, wie sieht er denn aus? Ich sehe seine Hände. Ich glaube, ich muss einfach nur voll weglaufen, bis seine Rüstung kaputt geht. Kann das sein? Oh Gott. Das ist irgendwie echt creepy. Hab ich gewonnen? Kommt uns auf jeden Fall näher. Okay. Was bedeutet das jetzt für mich? Kommt jetzt der eigentliche Kampf? Solch mächtige Überlebensfähigkeiten können nur... Warte! Das Wappen. Du bist der Erlöser.
Ja, Mann, hör auf mich zu hauen. Ich bin Nirude, Erlöser. Du weißt, ich bin einer der sieben Wächter. Und scheinbar ein Gott, weil du kannst ein Zeitkontinuum erschaffen. Ich bin als einziger der riesigen Rasse übrig. Die Gebete von Miming und seinen Leuten haben mich die ganzen Jahre am Leben erhalten. Aber auch die Macht der Gebete hat ihre Grenzen. Bitte entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe, Erlöser. Ich fühle die Aufrichtigkeit deiner Seele. Ja, Nava hat dich geschickt, oder? Das ist gut. Es zeigt, dass er sich entschlossen hat, gegen Melsas zu kämpfen. Darauf habe ich so lange gewartet. Ich weiß, du wirst siegen. Wow. Hm? Überlass das mir, Alundra. Tritt zurück. Okay. Wer bist du? Sorgia. Du hast Wilda verraten. Du hast die Gazek verraten. Und jetzt stehst du auf Melsas Seite. Du bist nur ein Bastard, der den Tod verdient. Nirude, du hast eine scharfe Zunge. Warum musst du so verletzende Worte benutzen? Weil du mich einst mochtest, wollte ich dich verschonen. Aber jetzt hat deine kleine Rede alles geändert. Lord Melsas hat deinen Tod befohlen und jetzt bin ich bereit, seine Befehle auszuführen. Holy shit! Hat er ihn jetzt wirklich umgebracht? So eine hässliche Szene und es wird noch hässlicher, wenn es nach mir ginge. Und unglücklicherweise, Alundra, geht es nach mir. Jetzt bist du dran, Alundra. Du sollst bluten. Muss ich jetzt kämpfen gegen ihn? Ich habe nichts gegen dich. Ich befolge nur die Befehle meines Herrn und Meisters Melsas. Er ist sehr klug, meinst du nicht? Wenn du jemand hassen musst, dann Melsas nicht. Dann Melsas, nicht mich. Ich bin nur sein Diener, der keine Kommas setzen kann. Wer hat diese Winzlinge alarmiert? Sie kommen. Hast du ein Glück, Alundra? Deine kleinen Freunde retten dir heute das Leben. Ich muss gehen, Traumkind. Aber denk daran, ich werde dich finden und alles nachholen. Bis dahin, Träumer. Lebe sorglos und glücklich, denn du weißt nicht, wie lange noch. Mörder! Du hast Nirude getötet! Lass mich seine Gurgel mit bloßen Händen herausreißen! Nein, haltet ihn fest, dann können wir ihn erschlagen! Tötet ihn, erschlagt ihn, zerhackt ihn, zerschmettert ihn! Nein, meine Kinder. Nicht er war es, den ihr töten wollt. Den ihr töten wollt, ist der Einzige, der euch retten kann. Lord Nirude! Es ist wahr, König Miming. Seine Macht wird das Land retten und Frieden wird in die Herzen und Köpfe aller zurückkehren. Ich verstehe, mein Lord! Junge, tritt vor. Alundra, du hast einen mächtigen Namen, der dir helfen wird. Hier ist noch etwas für dich. Nimm mein Wappen. Melsas hat seine Schergen geschickt, um es zu bekommen, aber sie haben versagt. Benutze es, um ihn zu zerstören. Mein Leben geht zu Ende, meine Kinder. Geht fort, sonst werdet auch ihr sterben. Auf Wiedersehen, mein Lord! Glaube an dich, Alundra. Trotz aller Schwierigkeiten, die sich dir in den Weg stellen werden.
das Topaz-Wappen erhalten. Das war doch mal eine geile Szene, oder nicht? Ich fand die super geil. Voll nice. Lord Nirude will, dass wir dir helfen, Alundra. Bitte nimm dieses Geschenk für deinen Kampf. Was macht das? Den Wasserumhang halten. Kann ich jetzt tauchen? Oder ist das gemeint? Weil schwimmen können wir ja schon. Wir würden dir bei deinem Kampf gegen Melsas helfen, aber wir müssen uns hier verteidigen. Außerdem haben wir deine Fähigkeiten gesehen. Du brauchst keine Hilfe von so schwachen Gesellen wie uns. Viel Glück, Alundra. Danke. Kann ich gebrauchen. Das ist wirklich peinlich, Alundra. Es tut mir leid, dass ich dich töten wollte, Bro. Nimm das als eine Art Entschuldigung. 50 Gulden. Süß. Danke, Mann. Bist ein Guter. Der Wasserumhang hilft beim Schwimmen, wird bei Erhalt aktiviert. Sandumhang zum Sandtauchen. Okay. Hilft beim Schwimmen. Ach, kann ich jetzt. Nee. Ich weiß es nicht. Ich hätte gern mal einen Fluss oder so. Ich würde gerne mal darüber kommen. Ich schaff's ja nicht mal so zu springen. Ich schaff's gar nicht zu springen. So viele Fragen. So viele seltsame Fragen, die ich habe. Wie kommt man an diese Kiste zum Beispiel? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Dorf. Und falls wir was zum Planschen finden, springen wir da mal rein. Ah, was zum Planschen. Maya ist auch weg. Ich merke nicht, dass sich irgendwas verändert hat beim Schwimmen. Bin ich schneller? Benutzen kann ich ihn eh nicht. Merkwürdig. Ich habe keine Ahnung. Wird sich bestimmt noch rausstellen. Vielleicht kann ich jetzt... aber durch die Strudel konnten wir ja eh. Ich weiß... Ach, kann ich jetzt bergauf schwimmen? Bergauf, sag ich. Wasserfall aufschwimmen? Das könnte sein. Es sind nur noch 2 Gamer übrig auf diesem Friedhof. Davon soll keines für dich sein. Sei vorsichtig, Alundra. Klar. Gerne. Jetzt bin ich aber erstmal vorsichtig... und gehe hier runter und stock erstmal unsere Items wieder auf, weil Gott, habe ich viel verbraucht. Was, wir werden sofort in die Szene gerissen? Nein. Hey, Alundra, ich sag dir, ich habe eine Fee am Teich gesehen. Es stimmt, ich schwöre. Welcher Teich? Wovon redest du? Ich habe sie auch gesehen. Es war wirklich eine Fee. Wo der Teich ist, westlich vom Dorf. Danke. Sag unserer Mutter nicht, dass wir dort waren. Wir sollen das Dorf nicht ohne Begleitung für Erwachsene verlassen. Verwachsene. Gib mir deine Rüstung, sonst rast ich aus. Ich rast aus! Okay. Ja, 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 ich will doch nur die Rüstung haben. Dann... Nein, ich... ich hab die Rüstung geworfen und hab's wieder aufgesammelt in der Luft. Supi. Ja, ich würde gerne... Dankeschön. Ich schmeiß sie einfach auf den Boden. Ich weiß, du willst diese Rüstung unbedingt, ich würde sie dir ja verkaufen, aber sie ist ein Erbstück, nicht zu verkaufen. Völlig unmöglich. Nein, 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 nein. Ehrlich gesagt, fehlen da nur ein paar Kräuter, das geht ja noch. Zack. Und halt das Wunderextrakt. Ja. Das möchte ich. Vielen Dank für deinen Besuch. Schau mal wieder rein. Ja, ich würde gerne nochmal. So, dankeschön. Ja, so viel Zeit muss sein. Dankeschön. Ich nehme noch eins. Und es reicht dann aber, damit wir nicht alle Kisten, die wir finden, liegen lassen müssen, weil in der Hälfte der Kisten sind ja eh nur Kräuter drin. Gut. Ich habe den Rahl überquert und war bei Löwy, ein toller Mann. Wusstest du, dass er außer Werkzeugverkäufer auch noch Schmied ist? Es gibt nichts, was er nicht kann. Vielleicht sollten wir bei dem mal vorbeigucken. Vielleicht hat er auch was Neues für uns. Aber wir wissen ja, dass er Schmied ist, er hat uns ja auch eine Rüstung verkauft, aber vielleicht hat er auch mal neue Sachen. Vielleicht hat er auch neue Items. Wir haben so viel Geld. Ich habe den Verlust meiner geliebten Sibyl noch nicht überwunden. Ich möchte am liebsten alleine sein. Ja.
Das verstehe ich. Alles okay. Ich gehe. Ich gehe vor allem jetzt mal zu ihm hier, weil ich nämlich Sorge habe, dass die Tochter tatsächlich irgendjemanden irgendwann umbringt. Holy shit, du bist nüchtern? Warum ich heute nicht trinke? Warum hältst du nicht deinen Mund, bevor ich so wütend werde, dass ich deinen Drink brauche? Hat er sich etwa gebessert? Gibt's ja nicht. Die Götter sind dort. Die Götter sind hier. Die Götter sind überall. Die Götter sind in dir. Die Götter sind in mir. Und sie werden mich töten. Ich will leben. Und wünsche mir doch den Tod. Bitte. Bitte hilf mir. Hilf mir. Hilf, Alundra. Oh mein Gott. Sie tut mir am meisten leid. Aber das habe ich, glaube ich, schon oft genug gesagt jetzt. Ach, das arme Kind. So, bei Klein müssen wir nicht vorbeigucken, den gibt's nicht mehr. Dann Nadja ist gone, aber dafür ist Maya jetzt da drin. Und Myra. Myra und Was willst du, Junge? Willst du mit Maya sprechen? Ha, sie ist nicht hier. Okay. Dann glaube ich dir wohl. Und verlasse dein Haus. Komm. Ja, Mann, ich will mal wieder surfen gehen, Alter. Kann ich dir irgendwie helfen? Das Surfen macht irgendwie keinen Spaß und mir fällt nichts mehr ein, worüber ich noch mit meinem Vater reden könnte. Ich verstehe nicht, warum die Götter sie so viele von den jungen Leuten geholt haben. Ich sitze hier rum und kriege ein Zipperlein nach dem anderen. Gibt es keine Gerechtigkeit mehr in diesem verruchten Land? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das ist eine berechtigte Frage, die ich dir nicht beantworten kann, mein Freund. Verreund? Irgendjemand noch was Interessantes zu sagen? Ich meine, wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Roland ist ein harter Mann, aber ich glaube nicht, dass er böse ist. Ich glaube schon. Oh, Alundra, ich hab dich schon überall gesucht. Hör zu, ich muss dich etwas fragen. Ich war schon ein paar Mal in Lebensgefahr, okay? Einmal, als mich ein riesiger Felsblock beinahe erwischt hätte, tauchte plötzlich Roland auf, um mich im letzten Moment zu retten. Du hast bestimmt mit Septimus darüber gesprochen. Hat mich Roland wirklich in Gefahr gebracht, um mich dann zu retten? Ja, wahrscheinlich. Ja, du hast recht, das ist mehr als Zufall. Aber warum hat mich Ronan gerettet, nachdem er mich in Lebensgefahr gebracht hat? Damit er ein Alibi hat und sagen kann, hey, ich bin ein guter Mann, ich habe keine Kinder getötet. Huch, hallo. Tut mir leid, Alundra, aber ich habe gehört, was du gesagt hast. Und ich muss fragen. Ich verstehe nicht, warum Ronan das Leben von Lutis gerettet hat. Aber du scheinst es zu wissen. Also. Von Sibyls Traum weißt du, dass der Geist von Lutis nach seinem Tod als heiliges Schwert zurückkehren würde. Aber wieso kannte er Sibyls Traum? Sie hat ihm bestimmt nichts davon gesagt. Warte, Alundra. Hast du zu Melsas gebetet, als ich damals ins Dorf kam? Als ich damals ins Dorf kam, sollte ich auch zu ihm beten. Aber ich habe mich geweigert. Was, du hast es getan? Dachte ich's mir doch. Beim Beten können die Götter deine Gedanken lesen, Alundra. So hat Melsas von Sibyls Traum erfahren. Los, gehen wir zur heiligen Stätte und zerstören wir die Statue. So können wir wenigstens sicher sein, dass Melsas seine Kraft verliert. Hörst du zu, Alundra? Also los! Ja, geh du ruhig vor. Ich komm danach. Aber halt dann erst später, weil ich werde jetzt gleich erstmal ein Aufnahmepäuschen machen und dann gehen wir erstmal zu dem Teich, ich will nämlich die Fee sehen und dann gehen wir die Statue zerstören. Sie sagen, Luther sucht dich, Alundra. Ja, das weiß ich schon, da waren wir schon. Danke. Ich glaube, Ronan hat Luthers heimlich beobachtet. Vielleicht denke ich auch zu viel nach. Dabei kommen einem die wildesten Gedanken. Richtig krasse Hypothesen, Bro. Okay, dann haben wir jetzt fast alle. Ich will jetzt nur noch hier sie und Giles. Die Götter haben meinem Bruder das angetan, Alundra. Sie haben ihn in einen Fremden verwandelt. Ich kann nicht reden. Ich zeig's dir, verdammter Teufel. Okay. Ich find's so geil, wie die Charaktere sich hier verändern. Das ist so geil. Richtiges Charakter-Development für jeden Charakter. Oder für fast jeden. Außer für den da. Scheißkind. Den hätte Ronan... Nein. Luthers hat dich gesucht, Alundra. Einige von den Dorfbewohnern wollen weg, aber keiner kann wegziehen ohne die Erlaubnis der städtischen Wohnungsbehörde und sie erteilen zurzeit keine Erlaubnis.
Was ist das denn für eine Regelung? Ja, du darfst nicht ausziehen. Warum? Nö. Ist halt so. Ich werde wohl wegziehen dürfen, wann ich will. Vor allem in so einer mittelalterlichen Welt, da darf ich doch machen, was ich will. Halt. Septimus! Ich weiß nicht, was Rodi für ein Mensch ist, Alundra, aber ich muss dir etwas erzählen. Vor einigen Wochen war ich mit Lutus in der Nähe der Kohlenmine. Ein riesiger Felsblock löste sich und kam direkt auf Lutus zu. Ronan erschien plötzlich aus dem Nichts und riss Lutus zur Seite, sonst wäre er getötet worden. Ronan mag die Götter anbeten, aber er würde nie unser Dorf zerstören. Wir müssen anderswo nach dem Ursprung des Bösen suchen, das über uns gekommen ist. Ich glaube, wir suchen schon ziemlich richtig. Das ist Ronan ja auch gar nicht böse, aber er betet halt zu Melsas. Und das ist halt ein Problem. Ein großes Problem. Ein riesiges Problem, würde ich sogar fast sagen. Okay, ich gehe jetzt nochmal hier zu Papier. Papier? Die Truhe ist verschlossen. Wäre das Schlüsselloch nicht so ungewöhnlich, könnte man es öffnen. Das ist eine Truhe? Aha. Oh je, ich habe gehört, Ronan hat wieder schreckliche Dinge gesagt. Es ist wirklich merkwürdig, Alundra. Ja, das stimmt. Und das nächste Mal gehen wir dann erst zum Schmied, dann zu der Fee und dann zu Maya in die Kirche. Dann sage ich jetzt hier, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link, dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link, dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago, ich sage noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen, vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!